Wir sind zurück bei Resident Evil und ja, nach der doch bescheidenen Vermiesung der Tonspur hoffe ich, euch hat ein bisschen das Commentary gefallen. Wenn nicht, dann, ne? Auf die Knie. Nein. Okay, legen wir los. Erstmal, wenn wir hier wieder unsere Inkrobins weglegen. So, schauen wir mal. Gemischte Kräuter, jede Menge. Windwappen. Brauchen wir erstmal alles noch nicht. Umbrella, Metallobjekt nehmen wir erstmal nochmal mit. So, wir lassen den Türknauf unten heilen und werden jetzt erstmal außen rum gehen. Dauert zwar ein bisschen länger. Ist auch gefährlicher, aber wir brauchen diesen Türknauf. So, wo müssen wir denn hier lang? Ich hoffe, wir finden noch mal ein bisschen Kaliber 12 Munition. Ist mir doch ein kleines bisschen Hemmsymbol. Ach ja, genau. Den haben wir ja noch nicht, den Schlüssel. Habe ich da gerade das Schlürfen eines Zombies gehört? Ist er wohl wieder aufgestanden im Nebenraum? So. Jetzt wird spannend, wenn ich mich noch recht erinnere, waren hier erstmal wieder ein paar Leute, die eine Schönheitspflege brauchen. Oh nein. Oh nein. Ein Crimson Zombie. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Oh! Alter. Schon wieder ein Crimson Zombie. Okay, den haben wir. Ach, genau, ich hätte auch hier lang gehen können. Dann hätten wir nur den einen. Ups, da hatte mir gerade was. Das knallt hier so. Okay. So, jetzt hier erstmal. Haben wir überhaupt Munition? Ja, ein Schuss noch. So, da bin ich mal gespannt, ob meine Theorien so funktionieren. Sehr gut. Tja, dann wollen wir mal uns in der Residenz umschauen. Und hier lächelt mich doch schon Kaliber 12 an. Nehmen wir gleich mit. Ist doch Kaliber 12, oder? Ja, doch. So. First Aid haben wir auch dabei. Ah, Granaten. Diverse Gefäße und Werkzeugkästen. Ich glaube nicht, dass sie noch was sieht. Denn hier scheint es nichts Nützliches zu geben. So, schön ruhig. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. Does anybody hear me? This is Chris. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad! This is Chris! Brad? Damn! Thing's broken. Ah, verdammt. Oh, verdammt! Da sind blaue Kräuter. Ich sehe blaue Kräuter und grüne Kräuter. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir den Wuffi da wegkriegen.
geduckt. Ach komm. Alter, wie viel? Lass mich los. Hau ab. So. Okay. Hui. So. Drei Stück gleich. Wenn wir so uns hier hätten. Oh, was ist denn da? Nicht, dass wir uns da hätten durchschleichen können. Ein tiefes Loch. Wofür braucht man so ein tiefes Loch mit Metallstäben? Das frage ich mich jetzt. So. Genau, dann nehmen wir erstmal. Achso, jetzt haben wir gar nicht. Doch, haben wir. Genug Platz haben wir. Grünes Kraut können wir mitnehmen. Und endlich blaues Kraut. Blaukraut, ne? Darf ich mir bitte selber mal eben in die Fresse hauen? Jetzt habe ich... Jetzt hat die Taste geklemmt. Jetzt habe ich auf Verwenden gedrückt, anstatt nach unten. Aber es fließt kein Wasser. Interessant, dass man auch das benutzen kann, obwohl man gar keine Vergiftung hat. Naja. Man lernt nie aus. Okay, den Freischwimmer können wir nicht machen. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist ein quadratisches Loch. Okay, wir haben nichts, womit man ein quadratisches Loch füllen kann. Tja, wo müssen wir denn da lang? Naja. Fehler passieren, Fehler geschehen. Hier ging es doch noch runter, oder? Genau, hier ist noch eine Tür. Kann man hier was hochheben? Nee, nur ein alter Wischmopp. Ich glaube nicht, dass der sehr effektiv ist. Ich höre schon wieder Geflatter, was ist das? Ah, okay, das sind bestimmt nur... ein düsterer Wald, das gefällt mir nicht. Was steht denn hier alles? Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel eingegeben. Tal der Zerstörung, Hölle des Hasses, Gipfel des Irrsinns, Weg der Rache. Das klingt doch mal nicht gut. Da ist ein Schalter dran. Lassen wir mal. Okay. Monster mit Ketten, ne? Und es ist im Wald. Und das Schlimme ist, wir sind gerade im Wald. Tja, was kann da schon Großartiges passieren, außer dass wir einfach mal eben draufgehen? Pfeil nach unten. Und hier ist schon wieder so ein Wetterhahn, allerdings im Blau. Ich erahne, da war etwas. Eine Statue mit den blauen Augen. Sie trägt die Inschrift. Der letzte Atemzug der Zerstörung. Was haben wir hier? Eine Statue mit roten Augen. Sie trägt die Inschrift. Der Kampfschrei der Rache. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Das ist doch ein altes Tor, Alter. Das kann ich doch eintreten. Blau.
Ah, ja, genau. Warte mal hier, da ist blau, das brauchen wir nicht. Tja. Warte, müssen wir mal kurz gucken, welche Richtung war denn das nochmal hier? Ich glaube, Rache müssen wir suchen, ne? Für jede Richtung wird eine Norden, Tal, Süden, Osten, Gipfel des Irrsinns nach Westen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Rot nach Westen. Wo ist denn Westen? Da ist Westen, okay. Okay, getroffen. Haha! Haben sie uns verarscht. Also müssen wir nach Osten. Na gut, dann müssen wir nach Osten. So, zack. Alter, die Augen. Nein, wollen wir nicht. So. Die normalen sahen ja, die roten sahen ja krass aus, aber der eine, der hatte so eine Art gelbes Auge. Oder habe ich mir da gerade verguckt? Ey, hier. Tatsächlich, der hat ein gelbes Auge. Rot, rot und der hat ein gelbes. Tja, geht's auf? Tja, da müssen wir nochmal gucken. Was ist das? Blau ist Zerstörung. Zerstörung haben wir dabei. Und das hier ist Rache. Zerstörung und Rache. Ach ja, müssen wir doch noch hieran arbeiten. Ich dachte, sie müssen sich angucken. Wahrscheinlich können sie sich nicht ausstehen, müssen in zwei verschiedene Richtungen gucken. So. Zerstörung muss nach Norden gucken. Und Rache nach Westen. Also war doch richtig. So, und der andere muss nach Norden gucken. Wo ist denn hier Norden? Da ist Norden. Ah, ein zu früh. Ah, tatsächlich, sie müssen sich mit dem Arsch angucken. Die mögen sich denn nämlich nicht, die beiden Cerberus. Ach, komm. Ich drück in eine Millisekunde drücke ich zu früh. So, jetzt aber hier. Ah, und jetzt haben wir auch das Schloss gehört. Sehr gut. Hier, die können sich nicht sehen, die Typen. Obwohl eigentlich Rache und Zerstörung ja eigentlich Hand in Hand gehen. Oh. Krähen schon wieder. Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört darum. Genau. Wir wollen doch gar nichts, ne? Grüßt mal Odin von mir. Wir wollen doch hier keinen Stress haben. So. Nehmen wir es etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Das ist auf jeden Fall ein Symbol, mein Alter. Was haben wir hier? Steht geschrieben, wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am hellsten. Ah, das machen wir. Aha, ich weiß, was wir da rein tun. Da tun wir das goldene Wappen rein mit diesem Wind drauf. Verdammt. Aber das haben wir hier noch nicht. Ich muss hier mal gucken, wo ich hier irgendwo eine Kiste finde. Ich würde jetzt ungern den ganzen Weg zurückrennen. Das hat sich stark nach meiner Ex-Freundin angehört. Okay. Irgendwas mit Ketten und irgendwer jammert hier rum. Oh, warte mal. Wesker hat doch über Funk gesagt, gut, dass überhaupt noch lebt, der Wesker. Dass hier ein Monster in Ketten rumläuft, das ist schon mal erstmal schlecht. Ah.
Ja, man sieht aber auch gar nichts. Man weiß nicht, wo man abbiegen muss, wo die Kamera demnächst wieder hingeht. Ich liebe es, Alter. Genau so muss ein Resident Evil sein. Das ist wirklich Survivor, weil man nicht weiß, aus welcher Ecke oder aus welchem Blickwinkel einen gleich jemand angreift. Suche auch hier, ich gucke die ganze Zeit auch immer ab und zu mal auf den Boden, ob hier zwischen den ganzen Grashalmen auch irgendwo mal wieder Kräuter sind. Ich würde ja doch schon gerne wieder ein blaues mitnehmen und das nicht gleich wieder wegschnabulieren. Ach, guck. Okay, da hätte ich auch näher ran vorbeigehen können. Hey, da ist ein Haus. Aha. Wir gehen mal nicht rein, wir gucken hier mal, was hier noch rechts so ist. Erstmal die Umgebung sichern und dann erst in ein Gebäude reingehen. Ganz wichtig. Nicht, dass hinterm Haus noch ein paar Leute stehen, die man da nicht haben will. Aber hier scheint es echt nichts zu geben. Nur ein paar leere Wasserflaschen. Tja, dann machen wir mal rein. Okay, so viel zum Thema Anschleichen. Ist ja echt laut hier, wenn man hier lang geht. Okay. Okay, Feuer. Irgendwie ist hier. Dieses Kamin sieht frisch aus. Ja. Bin auch nicht gerade sehr von begeistert gerade. Eine Reihe von Verbänden wurden aufgehängt. Sie sind diese braunen Stellen Blutflecken? Hm. Tja, was war denn da? Die ist eine Karte vom Innenhof. Mitnehmen? Auf jeden Fall. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, unten, ganz unten, wo der schwarze Pfeil ist. Da ist, wo wir herkamen. Wo ist denn der Innenhof? Hä, von wo kamen wir denn? Ach doch, genau. Wo der Pfeil ist, sind wir raus. Da waren die Hunde. Links ist die Dinges. Dieser Tunnel. Oben kamen wir nicht durch. Da ist die Kurbel. Da ist das Wasserding. Ah, da kann man lang. Okay, wir müssen irgendwie eine Kurbel finden. Wo wir sind? Schreibmaschine, Inventarbox. Ah, hier gibt's eine Kiste. Irgendwo gibt's hier eine Kiste. Da ist noch sehr viel. Und unten, was so aussieht wie ein Smiley-Kopf oder ein Totenkopf, wo das Rote ist, da haben wir noch was. Da werden wir wahrscheinlich... Müssen wir auf jeden Fall irgendwie nochmal hin und das Wappen holen. Ein primitives Bett. Darin hat wohl schon länger niemand mehr geschlafen. Hä? Wieso hat da schon länger keiner mehr drin geschlafen, wenn einer ein Kaminfeuer anmacht? Tja. Speichern, aber hier muss es doch eine Inventarbox geben. Hat er doch mir gesagt, das ist hier... Von hier haben sie einen guten Sicht auf den Eingang der Hütte. Okay. Ein improvisiertes Bett. Wo ist denn hier die Inventarkiste? Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Papi erst angegriffen, dann Mami angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt. Mami wo? Ach was! Weiß nicht, Papi, Mami wiedergefunden. Warum will ne? Boah. Das ist ja krass, Alter. Hat er die Tochter die Eltern getötet? Boah. Hier muss doch irgendwo diese Kiste sein, Mann. Komisch, dass hier nichts ist. Tja, dann müssen wir wohl erstmal zurück. Würde ich sagen. Und holen uns erstmal das Wappen. Wird es echt interessant, wo da?
Ich gehe da nochmal gucken. Da steht Inventarbox. Da muss doch denn auch, wenn da Inventarbox steht, muss doch da auch eine Inventarbox sein. Ich bin wahrscheinlich nur zu blind. Wo muss das doch hier sein? Ja, wir sind genau in dem... Irgendwo muss doch hier die Inventarbox sein. Ach, da ist die Inventarbox. Sehr schön. So, dann können wir erstmal das hier weglegen. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Sieht ja schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Da ist das Wappensymbol. Wollen wir speichern? Ich weiß nicht. Vielleicht doch lieber erstmal nicht. Was ist denn da? Ist da eine Leiche? Nee, okay. Hey, die Winde. Und, ist sie vierkantig? Ja, die ist vierkantig. Keine besonderen Merkmale. Wieso keine besonderen Merkmale? Hallo, die hat ein Merkmal, dass sie vier Kanten hat. Da, ist anders quadratisch. Quadratisch, praktisch, gut. Alter, da ist was. Komm raus, wer immer du bist. Das sah nicht gerade sehr human aus, was da reinkam.